Man spinnt viel Seemannsgarn am Hafen, kneipen Tische. Doch keiner spricht vom Seelenleben unserer Fische. Mich interessierte eine ganz bestimmte Frage, doch sie zu lösen ist kein Captain in der Lage. Was machen Zitterrochen wohl in den Flitterwochen, wenn sie nichts machen würden? Käm ja nie ein Lutherrochen. Man soll nicht rasten und nicht ruhen, den Herrn Neptun zu interviewen. Was in den Flitterwochen, Flitterwochen, Flitterwochen Zitterrochen tun. Man kennt beim Fisch die Zubereitung und die Kochzeit. Doch keiner weiß, was machen Fische nach der Hochzeit. Ich rede da nicht von Karpfen, Kabeljauen und Dorschen. Nein, wichtig wäre es auch bei Rochen zu erforschen. Was machen Zitterrochen wohl in den Flitterwochen? Vielleicht sagt sie zu ihm: Hör auf mit dem Gezitter, Jochen. Man soll nicht rasten und nicht ruhen, den Herrn Neptun zu interviewen. Was in den Flitterwochen, Flitterwochen, Flitterwochen Zitterrochen tun. Man soll zum Blauwal niemals sagen, du bist Thunfisch. Ein Blauwal kann was tun und ist trotzdem kein Thunfisch. Man weiß vom Barsch, auf ihn lässt sich am besten reimen. Doch eine Frage, die bewegt mich im Geheimen. Was machen Zitterrochen wohl in den Flitterwochen, wenn sie nichts machen würden? Käm ja nie ein Lutherrochen. Man soll nicht rasten und nicht ruhen, den Herrn Neptun zu interviewen. Was in den Flitterwochen, Flitterwochen, Flitterwochen Zitterrochen tun. Man sagt beim Schellfisch, sei die Schellfischfrau am Schelten, wenn er mal fremd geht, doch das tut er furchtbar selten. Die Zanderfrau gibt solchenfalls dem Zander Zunder. Nur eines weiß man nicht, worüber ich mich wundere. Was machen Zitterrochen wohl in den Flitterwochen, wenn sie nichts machen würden? Käm ja nie ein Lutherrochen. Man soll nicht rasten und nicht ruhen, den Herrn Neptun zu interviewen. Was in den Flitterwochen, Flitterwochen, Flitterwochen Zitterrochen tun.